Ja, an dieser Stelle viele Worte zu machen, ist eigentlich Quatsch. Natürlich wird es heute ein Thema unterwegs und es war schon in den Vorgesprächen. Was passiert da gerade im Wald? Und das ist auch ein ganz schwieriges Thema. Da eier ich auch ganz schön rum. Was ich weiß, es sind in den letzten, sagen wir mal, 3 Jahren in diesem Wald etwa 50 tote Fichtenstämme abgesägt worden, die auch als Baumaterial verwendet werden. Wir kommen nachher an Fichten vorbei und wir sehen, dass da Hunderte tot sind. Vertrocknet durch das Grundwasserabsenken, vertrocknet durch den letzten Sommer, gestorben durch den Borkenkäfer. Das ist passiert und das ist ein Thema. Da werden wir auch sicherlich unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin auch kein Fan. Das ist passiert. Die Bilder gehen jetzt durch die Öffentlichkeit. Interessanterweise weiß die Polizei seit 3 Jahren davon. Interessant ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Nach dem Gerichtsurteil vor Fridays for Future, es passt gerade so gut rein. Ich will das damit, wir haben da viel Diskussionsbedarf, das ist das eine. Aber die Krönung ist für mich, dass RWE Strafanzeige jetzt stellt, wegen des Fällens dieser vertrockneten Bäume. Was macht RWE? Seit 40 Jahren wird der größte Wald des Rheinlandes gnadenlos vernichtet. In den Dörfern werden die Häuser abgerissen, die Dörfer verschwinden von der Landkarte. Und RWE geht hin und zerstört die Lebensqualität der wenigen Menschen, die noch da sind und geht dann mitten in den Ort und zeigt, wir dürfen das, wir machen das, wir sägen diese großen Mammutbäume an der Kirche in Mannheim ab. Wer zeigt die eigentlich an dafür? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ja, und das ist jetzt der Auftakt dieses Dorfspaziergangs. Wer noch nicht da war, das ist schlimm. Es wird noch viel schlimmer. Wir gehen jetzt in diese Richtung. Aber das muss man einfach gesehen haben. Und dann versteht man ganz viel. Dann versteht man, warum Menschen sich wehren und auch, warum sich Menschen wehren im und um den Wald herum. Mannheim noch dazu. Es ist, wenn dieser Wald stehen bleibt, und davon bin ich immer noch überzeugt, dafür gehen wir hier hin seit 5 Jahren, dann macht es überhaupt keinen Sinn, Mannheim abzureißen. Hier kommt niemals ein Braunkohlebagger hin. Aber man will diesen Ort weghaben. Man will ihn weghaben als Symbol. Man will ihn weghaben als Zeichen der Macht. Wir können das, wir dürfen das. Es gehört alles uns. Wir reißen alles ab. Und was kommt dann? Da wissen wir es nicht so ganz genau. Aber was sehr dafür spricht, ist, es geht um ganz viel Geld. Es geht um große, erschlossene Gewerbegebiete, um Spekulationen mit Grundstücken. Und das passiert ja. Und deswegen verschwindet dieser Ort. Und noch wäre auch eine Chance, einen Teil dieses Ortes zu retten. Wenn ich jetzt darüber gucke, dann kriege ich schon wieder die Tränen auch in die Augen. Da blüht ein fantastischer Magnolienbaum da drüben. Das alles verschwindet hier, wenn es nach Plan läuft, in den nächsten 2 oder 3 Jahren. Und vielleicht schaffen wir alle, das zu verhindern hier und in Kainberg und in Kuckum und in Bäverath und wie sie alle heißen. Ich sage es nochmal und das sage ich inzwischen, das kann auch jeder aufschreiben. Was hier passiert, ist ein Verbrechen. Ein Verbrechen gegen die Menschen, gegen die Natur, gegen die nächsten Generationen. Das sage ich so, dazu stehe ich auch. Danke. Nun, wir gehen jetzt ein ganzes Stück. Ich werde einfach mal nichts sagen. Wir werden gleich aus diesem, in Anführungszeichen, intakten Ortskern in den Randbereich kommen. Und ich sage erst wieder was auf der Autobahnbrücke. Genau, bis dahin.